findet Dory. Ein fantastisches Abenteuer in den Tiefen der Ozeane und gleichzeitig ein freudiges Wiedersehen mit Nemo und seinen Freunden. Darauf dürfen wir uns im neuen Animationsfilm von Disney Pixar freuen. Allerdings geht es diesmal um die kleine Dory, die unbedingt ihre Eltern wiederfinden möchte. Und davon war natürlich auch Anke Engelke, die deutsche Stimme der aufgeweckten Fischdame, wie immer begeistert. Nach 10 Jahren, als es hieß, oh, eine 3D-Version, juhu, wird nochmal gelauncht, war ich ganz froh. Hab parallel auch verfolgt, dass Ellen DeGeneres in ihrer Show immer gesagt hat, warum gibt's denn eigentlich keinen zweiten Teil? Warum gibt's denn von Toy Story und von Monsters Inc. und von Hesse, warum gibt's von diesen Filmen zweite und dritte Teile und vierte, fünfte, sechste und nicht von Nemo? Jetzt, 13 Jahre später, gibt's die Fortsetzung. Doch ihre Freunde davon zu überzeugen, sie bei ihrer Suche zu unterstützen, gestaltet sich gar nicht so einfach. Vor allem Marlin möchte ihr die spontane Idee am liebsten wieder ausreden. Nein, Dory, Kalifornien liegt einmal quer durch den Ozean. Na, dann wollen wir mal los. Der hat sich, charakterlich hat er sich eigentlich kaum verändert. Er ist ein bisschen nachgiebiger seinem Sohn gegenüber, aber er ist nicht sehr stressresistent. Also er mag nach wie vor eigentlich das Meer nicht. Er mag eigentlich nur seine Anemone, er mag auch nicht da rausschwimmen. Aber Dory kann ihn schließlich doch noch vom Gegenteil überzeugen. Gemeinsam machen sie sich daraufhin auf die manchmal ganz schön turbulente Suche nach ihren Eltern. Hey Dude, musst du kotzen? Dann tu mir einen Gefallen, krabbel ganz nach hinten, lehn dich raus und kotz mit Karacho. Für Franziska van Almsick, die im Film ebenfalls eine kleine Rolle sprechen darf, sind solche Situationen auf dem Meeresgrund jedenfalls nicht ungewöhnlich. Ich finde, dass man sich das tatsächlich so vorstellen kann. Also in der Film zeigt, wie es tatsächlich im Korallenriff abgeht und jeder, der mal getaucht ist, ich bin leidenschaftliche Taucherin, der weiß, da unten geht die Post ab. Doch plötzlich werden die Freunde getrennt und Dory landet in einem meeresbiologischen Institut. Dort lernt sie Krake Hank kennen, der allerdings zunächst nur an seinen eigenen Vorteil denkt und ihre Vergesslichkeit schamlos ausnutzt. Das bedeutet nichts Gutes. Eigentlich sind ihre Defizite, auch Vorteile. Wenn jemand nicht weiß, was eben war, fängt er bei Null an und erlebt alles wie zum ersten Mal. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber es ist ja so. Sie macht ja das Beste daraus. Aber dank ihm und den Tieren aus dem Institut findet Dory ihre Eltern wieder. Jetzt heißt es aber noch Nemo und Marlin ausfindig machen, denn die beiden gehören schließlich auch irgendwie zur Familie. Hier ist die Dory. Das Schöne ist, dass ihr Umfeld, jetzt im konkreten Fall Marlin, das als Vorteil sieht, dass sie so ist, wie sie ist, dass sie vergesslich ist oder dass ihr Kurzzeitgedächtnis funktioniert, das sieht er als Vorteil, weil er ihr irgendwann offenbart, dass er auf seiner Suche immer wieder gestoppt hat, das Schwimmen, den Fluss, die Suche, die Reise und gesagt hat, was würde Dory tun. Und Dory tut einiges, um ihre Freunde wiederzufinden. Aber auch Disney Pixar präsentiert uns mal wieder ein Animationsabenteuer der Extraklasse. Mit liebenswerten Charakteren, witzig und rasant. Dabei sind selbst die Synchronsprecher ins Schwitzen gekommen. Es ist technisch nicht schwer, aber bis wir gefunden hatten, wie ich das mache, tierisch gedauert. Es war ganz anstrengend, weil das erste Mal, dass ich so richtig, richtig geschwitzt habe. Dafür gibt es doch bestimmt auch einiges, was wir von Dory und ihren Freunden lernen können, oder? Das zentrale Thema ist gut. Zu sehen, dass es Lebensmodelle gibt, die nicht im Buch stehen. Es geht um Freundschaft, es geht um Treue und es geht um Zusammenhalten von Personen. Der Film ist vorbei und dann überlegt man und dann diskutiert man tatsächlich irgendwie, weil es so viele Messages gibt, weil es so viele Dinge gibt, die man so mitnimmt. Das haben die Pixar-Leute einfach gut drauf. Findet Dory jetzt im Kino.